Somit kommen wir zum Thema der Woche und das ist unser neuer SPÖ-Vorsitzender. Der neue SPÖ-Vorsitzende, muss man dazu sagen. Ich habe kein Parteibuch. Ich auch nicht. Wie schaut denn sowas überhaupt aus? Ich habe es noch nie gesehen, wenn man jetzt gerade kurz Parteibuch. Ist das so wie Reisepass? Und dann kriegt man Stempel rein, wenn man irgendwo war oder so? Oder Sticker reingeklebt? Oder was ist denn das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es jemals außerfinden werde. Aber ich werde mal jemanden fragen, der in einer Partei ist, wie sowas ausschaut. Ich glaube, es ist tatsächlich sowas wie ein Reisepass. Nur halt geschissener wahrscheinlich. Wir sind der Zukunft, der treue Kämpfer. Aber wer weiß. Ja, und du kriegst dann einen Sticker rein, wenn du auf der Veranstaltung warst. Naja, weißt du. Sowas wie ein Ninja-Pass. Und wahrscheinlich. Wir sind die Arbeiter von Wien. Auf jeden Fall reden wir über den Herrn Babler und seine Steuerpläne, aber wir reden auch ein bisschen über die ganze Kicker-Liner-Geschichte, aber dazu später. Zuerst werden wir uns damit beschäftigen, was jetzt für ein Gespenst umgeht, was Vermögens-, Erbschafts-, Schenkungs-, Steuern angeht und werden uns damit sehr neutral damit befassen, wen das trifft. Und ob man davon wirklich Angst haben muss, gell? Am besten ist, wir schauen gleich mal rein, was er in der Pressestunde gesagt hat. Vielleicht ist es ein bisschen ein langes Ausschnitterl, aber ich glaube, es wird sich auszahlen. Ja. Wenn man sich Ihr Programm anschaut, da werden irrsinnig viele, gibt es irrsinnig vieles, zum Beispiel für Familien, Kinder wollen Sie Geld ausgeben, aber finanziert werden soll das alles durch Steuern für Reiche. Millionärsteuer, eine Erbschaftssteuer, eine Schenkungssteuer. Wie wollen Sie das machen? Weil vielleicht kommt da gar nicht so viel Geld rein bei der Millionärssteuer, die Sie fordern. Da sagen Sie, 5 Milliarden Euro kommt da pro Jahr rein. Gibt es Berechnungen dazu? Da rechnet aber das WIFO, dass es in ganz Europa dann zu einer Millionärssteuer kommt und dass die Ausweichmöglichkeiten für reiche Menschen dann dass die dann nicht so schlagend werden. Ja, das mit dem Ausweichen kommt natürlich immer gleich als erste Phrase in diesen Geschichten. Natürlich gibt es Ausweichseffekte, die möglich sind, aber wenn wir anschauen, was Vermögensbesteuerung darstellt, dann wollen wir Substanz besteuern, ohne Schulden logischerweise. Wir wollen aufschlüsseln, dass Grund und Boden, dass Immobilienwerte, das Betriebsvermögen, dass Unternehmensanteile, Anleihen und vieles andere festgestellt wird. Keine große Kunst, in 19 von 27 EU-Staaten haben wir Vermögensbesteuerungen. Ich mag nur sagen, es geht um eine Ungerechtigkeit. Wenn Sie sagen, Sie präsentieren viele Steuern, ja, stimmt, aber ich triff eigentlich 96% der Haushalte mit unserer Vermögensbesteuerung gar nicht. Die würden gar nicht mitkriegen, dass diese Steuer eingeführt wird. Es betrifft 4% der Haushalte, die davon betroffen sind, mit einem Vermögen, das über 1 Million tatsächlich so feststellbar ist. Und das ist der Kernpunkt. All die Forderungen, die wir haben, Frauengleichstellung, Kinderarmut, Bildungsangebote, all das, was wir im Klimaschutz vorhaben, kostet Geld und das Geld muss einfach finanziert werden. Und wir haben jetzt eine umgekehrte Entwicklung gehabt, dass die Vermögenskonzentration immer größer geworden ist. Steuerpolitik ist halt eine Politik, wo man wirklich steuern kann und wenn man die Superreichsten entweder auch mehr moralisch in die Verantwortung nimmt, wird das nicht auswiegen können, dass man gesetzliche Vorgaben gibt, weil sonst wird das nicht funktionieren sonst. Aber die meisten Vermögensteuern, die klassischen Vermögensteuern haben ja viele Länder nicht mehr. Die meisten besteuern ja Immobilienbesitz, wie Frankreich zum Beispiel, ab 2 Millionen Euro, weil ja sie hier nicht den Einheitswert nehmen dürfen, sondern den Verkehrswert. Das heißt, da sind sie schnell in der Häuselbauer-Szene drinnen, weil ein Haus, das eine enorme Wertsteigerung gehabt hat, im Einheitswert aber sehr tief liegt, im Verkaufswert, im Marktwert aber sehr hoch liegt. Also da sind sie relativ schnell über diese 4-5%, die Sie erwähnt haben. Ja, wir starten bei 0,5%, um sozusagen einmal die Größenordnung anzusagen, bei der Vermögensbesteuerung über das Modell, das wir vorgeschlagen haben. Aber Sie haben recht, es gehört eine offene Diskussion. Wir haben eine Prognose, dass in den nächsten 30 Jahren in Österreich 700 Milliarden ungefähr vererbt werden. Also eine Riesensumme tatsächlich. Und das sind natürlich große Vermögen, die dabei auch hier real sind. Und wir wissen auch in Österreich, dass 7 von 10 Menschen in Österreich gar nichts erben, also gleichzeitig. Dann haben wir andere Zahlen auch, die 1% der reichsten Menschen in Österreich. 1% haben eine Wahrscheinlichkeit zu 80%. Jetzt muss ich aufpassen, dass nicht so viele Zahlen kommen. Aber die Reichsten, die Superreichsten in dem Land, ich mag es einfacher, haben eine 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie mindestens 3,3 Millionen Euro erben. Und das heißt, es ist viel wichtiger, immer, es ist ein bisschen wie bei der Habsburg, es ist wichtiger, wo du eingeboren bist, sozusagen, was dein Leben privilegiert ist. Geht es um Gerechtigkeit. Also nur mal zu sehen, in diesen Touren, die ich jetzt in der vorinternen Wahlauseinandersetzung betont habe, warum wir
die eigentlich auch die Partei der Häuselbauerinnen und Häuselbauer sind. Das sind ja unsere Leute, das beginnt in meiner Familie. Und das waren Leute, die haben jede Überstunde konsumiert und geschaut, dass sie kriegen, dass sie ihr Haus bauen wollen. Und die wollen wir schützen. Deswegen sind die Freibeträge so hoch. Und sie haben recht, mit der Inflation müssen wir schauen, ob die 1 Million auf 1,1 Millionen auch zu evaluieren ist. Die Entwicklung hat damals in unserem letzten Modell eigentlich noch keiner vorhersehen können. Aber ist Ihnen jetzt eine Erbschaftssteuer wichtiger oder eine jährliche Millionärssteuer? Was wäre jetzt zum Beispiel für Sie eine Koalitionsbedingung? Da haben ja auch manche in Ihrer Partei, zum Beispiel der Linzer Bürgermeister, Angst, dass man nie eine Koalition bilden kann, zum Beispiel mit der ÖVP, weil Sie sagen Erbschaftssteuer, Millionärssteuer. Ja, schauen wir uns ja an, wo wir Koalitionen bilden können. Wichtig ist aus meiner Sicht, ich bin der Bundesparteivorsitzende, ich habe eine große Aufgabe, die ich sehr ernst nehme und wo ich zuversichtlich bin, dass wir uns einfach stark genug machen mit so einer Positionierung. Und nicht zu negieren, dass es eine Gerechtigkeitsfrage ist, die wirklich ansteht. Ich meine, Spanien, wenn man nochmal über die Vermögensbesteuerung, die haben heuer eingeführt, eine Vermögensbesteuerung auf die 25.000 reichsten Haushalte in einer Größenordnung zwischen 1,75 und 3,5%. Das sind einfach wirkliche Summen, die zur Verfügung sind, um den sozialen Zusammenhalt auch garantieren zu können. Es geht natürlich schon im Wesen um Symbolik, sind wir uns vermutlich einig, Sie werden die Vermögensaufteilung in Österreich nicht durch eine Vermögensteuer jetzt in irgendeiner Art ein kleines Stück gerechter. Ein kleines Stück des Weges quasi gemeinsam mit dem Reichen gehen, ist das so sinngemäß. Ja. Im Interesse mit 96% der Haushalte, ist ein starkes Argument, finde ich. Naja, das ist die große Frage, weißt? Muss man jetzt von so einem Menschen Angst haben oder nicht? Was mir gleich mal aufgefallen ist, was ich positiv finde immer ist, wenn wer frei redet. Weißt du, so ähnlich wie beim Werner Kogler, da hört sich das manchmal ein bisschen holprig an, aber man merkt, dass er nicht runterliest. Ja? Stimmt. Ja. Man muss auch klar sehen, klarstellen und klar benennen, was nicht tolerabel ist. Und dieses ist, dass auch, nicht, lang nicht nur, lang nicht die Mehrheit, aber eben auch Demokratiefeinde, Staatsverweigerer, Rechtsextreme und Neonazis oft auch an der Spitze herumspazieren. Dieses Zitat bleibt aufrecht. Wenn man das mit dem Kurzi vergleicht, vom Frühjahr oder auch von der Ed Stadler, was die sind on point mit ihren Aussagen und er probiert das so frei wie möglich zu erklären. Wir schalten mal für Sie ins Bundeskanzleramt. Sehr geehrte Damen und Herren, in Italien müssen Ärzte entscheiden, wen sie retten. Können wir nochmal, Entschuldigung, ich werde es ein paar Mal machen müssen, weil ich bin noch nicht gut genug drin. Bei den ÖVPler kannst du gefühlt den Teleprompter singen, während sie reden. Richtig, ja. Da geht alles. Okay, geht los. Sehr geehrte Damen und Herren, das bedeutet, dass Geschäfte geschlossen sind, mit Ausnahme, Frischi, wenn ihr das, was ist los? Was ist? Also anscheinend ganz angerichtet bei unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er wollte vermutlich auch noch mal den Ernst der Lage verdeutlichen. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal die Millionärsteuer bei uns in der Sendung gehabt. Und ich probiere mich da auch ein bisschen durch die Kommentare immer zu lesen. Und viele schreiben ja, das bringt nichts, deswegen, weil so viel und bla bla bla. Und ich weiß es nicht. Ja? Das, was mein naives... Meine naiven Gedanken dazu sind, ist, die Schere zwischen Arm und Reich wird größer. Mhm. Ja? Und es gibt halt eben diese 1%, die so viel besitzen. Genau. Ja? Und natürlich haben, welche Angst haben Menschen, die viel, viel Geld haben? Angst, dass das viele Geld verlieren. Mhm. Noch viel mehr, wie einer, der eben kein Geld hat. Wie soll ich Angst haben, ob ich meinen Hof verliere, wenn ich keinen habe? Wir haben ja, bevor wir anfangen, darüber nachzudenken, haben wir die Idee, mehr Geld macht mich satt. Was nicht stimmt. Genau. Weißt? Und da kommt man schon immer so vor, dass voll, wenn einer das auf den Tisch legt, dann muss ich sagen, nein, das geht nicht. Das geht einfach nicht, oder es bringt nichts. Vor einer Million Jahren, ja, also wenn jemand ein besserer Jäger war als alle anderen im Rudel, dann hat er eher dieses Beutetier heimgebracht und hat die anderen vielleicht nicht teilhaben lassen. Hat gesagt, nein, das ist meines. Nachdem er es aber halb aufgegessen hatte, war er total satt. Und glücklich und hat gespürt, er kann schon nicht mehr und er wünschte, er hätte die letzten 2 Kilo Fleisch nicht gegessen und hat dem Rest gesagt, okay, nehmt euch das. Und hat geteilt. Mit Geld ist das anders. Aber wir haben das gleiche Beuteschema auf Geld, wie wir es auf Beutetiere hatten.
Jemand, der mehr Geld hat, hat mehr Angst, es zu verlieren. Und da ist nicht einmal so sagen, ja, probieren wir das. Probieren wir es aus. Schauen, was da reinkommt. Na, natürlich sind die Reichen dagegen. Ja. Wir haben 2000 Milliardäre und diese 2000 Milliardäre sind in einem Jahr von März bis März letzten Jahres um 50% reicher geworden. Die waren schon Milliardäre, sind um 50% reicher geworden. Und vor allem die Parteien. Und dann finde ich auch lustig, dass eben gesagt worden ist, ja, da muss man aufpassen, jetzt da, welche Aussagen das man trifft, weil sonst kannst du nie wieder eine Koalition eingehen. Da haben ja auch manche in ihrer Partei, zum Beispiel der Linzer Bürgermeister, Angst, dass man nie eine Koalition bilden kann, zum Beispiel mit der ÖVP, weil sie sagen Erbschaftssteuer, Millionärsteuer. Ja, was, dann können wir das Parteiensystem Akta legen, quasi, weil wenn man sagt, okay, man darf eh nie was gegen die sagen, die Geld haben oder irgendwelche Gesetze beschließen, dann kannst du nie wieder eine Koalition eingehen, ja passt, dann können wir es gleich lassen. Ich finde es in einer Zeit, in der wir wirklich ein Thema haben, wie Menschen sich ihr Leben leisten können aufgrund der Teuerung, darüber zu diskutieren, wie wir die Menschen weiter belasten, das ist einigermaßen skurril und das wird es weder mit den Neos geben, offensichtlich mit den Freiheitlichen auch nicht. Das ist ja, hätte ich gerne einen König oder das so. Das ist der Ansatzschmäh im Endeffekt. Da wird quasi jetzt wirklich aufs Tablett gelegt, wenn du Erbschaftssteuern, Schenkungssteuern, Millionärsteuern auf den Tisch legst, kannst du es eigentlich aufseuchen, wie man in Österreich sagt, weil natürlich alle großen Parteien von sehr großen, sehr reichen Menschen finanziert werden. Und denken wir so, ja, aber dann sprechen wir es bitte aus. Sprechen wir bitte aus, dass sowas nicht zustande kommen kann, weil die Neos jetzt vom Herrn Babler warnen, die ÖVP sowieso, der Marxist, der Verrückte, was auch immer. Mit Andreas Babler ist die Sozialdemokratie ganz an den linken Rand gerückt und ist sich offensichtlich über wesentliche Dinge nicht klar, so wie sich auch der Vorsitzende dieser Partei ja gar nicht klar ist, ob jetzt ein Marxist ist oder doch nicht. Die FPÖ warnt vor diesen Menschen, die Grünen natürlich nicht, weil die haben ja selber keine Kohle. Aber die Grünen haben natürlich auch Angst vor ihm, weil er jetzt die quasi links überholt, weil er als einziger Linker da jetzt glaubwürdig ist, weil die Grünen halt ihre Glaubwürdigkeit komplett an den Nagel gehängt haben. Da kämpft natürlich der Kogler jetzt auch. Ein bisschen wirkt es wie Wahlkampf, die Dialogtour von Werner Kogler. Wie sieht man hier die grüne Regierungsbeteiligung? Sehr kritisch, leider Gottes, weil die ÖVP seit ungefähr einem halben Jahr ziemlich alles blockiert. Die Erwartungen, die wir hatten, die haben sich nicht erfüllt. Mir ist es ja völlig bewusst, aber die Tatsache, dass man jetzt in der Medienlandschaft schon merkt, woher der Wind weht, dass jetzt alle Schiss davor haben, dass dieser junge Herr, schon 52, aber dass er jetzt quasi der neue Kanzler ist und vielleicht jetzt endlich sowas wie eine Reichensteuer einführt. Und alle so, aber wenn ich jetzt ein Haus habe, na, vergesst es gleich wieder. Und die Frage ist auch, würde die Vermögensteuer, die die SPÖ mit welchem Wert auch immer beziffert oder mit welcher Schwelle, würde das tatsächlich auch die treffen, die wirklich sehr viel Geld haben? Also ich glaube, man würde damit die Falschen erwischen und man würde weiter am Mittelstand sägen. Und ich glaube, das ist ein massives Problem, gerade in der aktuellen Situation. Es würde um Nettovermögen ab 1 Million Euro gehen, minus quasi eigener Wohnraum. Aber das ist der Unterschied. Ja. Vergesst das gleich wieder. Wenn ihr zu Hause ein Haus stehen habt, das über 2 Millionen Euro wert ist, könnt ihr euch gern Sorgen machen. Ja, wir starten bei 0,5%, um sozusagen einmal die größten Ordnung auszuhalten bei der Vermögensbesteuerung über das Modell, das wir vorgeschlagen haben. Ich kenne keinen Millionär, du kennst keinen Millionär wahrscheinlich. An vielleicht. Hallo! Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Diese 4%, von denen er spricht, 96% der Österreicher und Österreicherinnen, sind von diesen Sachen nicht betroffen. Da betrifft eigentlich 96% der Haushalte mit unserer Vermögensbesteuerung gar nicht. Die würden gar nicht mitkriegen, dass diese Steuer eingeführt wird. 4% schon. Es betrifft 4% der Haushalte, die davon betroffen sind, mit einem Vermögen, das über 1 Million tatsächlich so feststellbar ist. 4% zahlen aber auch die Politik und die Zeitungen, dass sie jetzt gegen diese Person schießen und genau solche depperten Fragen in dieser Pressestunde stellen, wo man einfach nur denkt, es fällt auf. Leute, es fällt einfach auf. Ja. Keiner hat daheim ein Haus stehen, das ohne weiteres 2 Millionen Euro wert ist. Vielleicht hast du es einmal für 400.000 gekauft und jetzt ist es 600.000 wert von mir aus. Von ja. mir aus. Man. Aber deswegen hat er auch da gesagt, da gibt es die Grenze von 1 Million bzw. 1,5 Millionen, was den Wert angeht. Und selbst dann fängt es an bei 0,5%.
Ja, wir starten bei 0,5%. Und keiner redet drüber, dass wenn wir zum Einzelhändler gehen, wir sowieso mal gleich 20% am Staat geben. Wenn wir arbeiten gehen, dann geben wir gleich mal die Hälfte am Staat. Das heißt, mein Arbeitgeber früher hat mir jetzt als Beispiel 1000 Euro gegeben und der Staat hat gesagt, ich nehme mal 500 Euro einfach jeden verfickten Monat außer. Und jetzt kommt da jemand her und sagt, falls du über 1 Million oder über 1,5 Millionen irgendwo liegen hast oder dir vielleicht der halbe Wörthersee gehört, weil um genau solche Leute geht es ja. Weißt? Da gibt es Menschen da draußen, denen gehört einfach Teile von einem See, ganze Landstriche gehören diesen Menschen. Und diese Menschen sind jetzt drauf und dran, zu den Parteien zu gehen, zu den Zeitungen zu gehen, zu den Medien zu gehen und denen zu sagen, warnt vor diesem Verrückten, damit uns ja nichts passiert, damit wir ja nicht 0,5% von unserem Reichtum abgeben müssen. Dichand mega auf Schiene. Chats belegen einen engen Austausch mit klaren Interventionen Dichands für Änderungen im Privatstiftungsrecht. Beispiel Juli 2017. Liebe Eva, wir geben morgen unsere negativen Stellungnahmen zum Stiftungsgesetz des Finanzministeriums ab. Liebe Grüße, Thomas. Okay, melde mich nachher. Danke für Info. Hoffe, sehr negativ. 2 Monate später. Wurde gerade informiert, dass beides erledigt wurde, wie besprochen. Über 1000 Seiten hat der Bericht zum Fall Dichand. Nach der Zeitung Österreich, die nächsten großen Boulevardmedien, die den Aufstieg von Sebastian Kurz befördert und davon profitiert haben sollen. Da gehört er recht, das ist auffällig. Ja. Ich meine, eins möchte ich noch dazu sagen, bis der Herr Babler Kanzler wird, ist noch weiter weg. Gell? Da ist er weiter weg, also, absolut. Aber sie fangen jetzt schon an. Naja, das ist halt immer so das Thema, den Feind totlügen. Ja. Das ist halt, und immer davor warnen. Das ist immer, was wurscht von welchen Seiten das immer kommt. Mir fällt das immer so auf, wenn wurscht wer das ist und ob der links oder rechts ist, ja, aber da setzt sich wer hin und die Medien und die anderen Parteien, von dem muss man warnen. Das ist immer gefährlich. Das ist gefährlich. Seit gestern liegt das ungeschwärzte Einvernahmeprotokoll von Thomas Schmidt der ORF-Investigativredaktion vor. Darin sagt Schmidt aus, dass er eine Gelegenheit sah, Eva Dichands Wünsche zu erfüllen und im Gegenzug einen Goodwill für positive Berichterstattung zu erzeugen, die Sebastian Kurz zugutekommen sollte. Auch mit zusätzlichen Inseraten des Finanzministeriums sei heute ab dem Jahr 2017 belohnt worden, sagt Schmidt in seiner Aussage. Die in diesem Jahr gestiegenen Inseratenschaltungen hätten sogar zu einer Budgetüberschreitung geführt. Und jetzt ohne Schmäh. Wenn ich jetzt da jedem glauben würde, ist jeder gefährlich. Natürlich. Die Grünen sind gefährlich, die ÖVP gefährlich, sind gefährlich. Das ist ja das. Ich habe vor der Sendung auch noch ganz kurz einen Artikel im Standard, habe ich nur drüber geschaut. Da ist ein Foto von ihm und vom Kickl. Ja. Und dann so die Gefahr von links und von rechts. Und ich denke mir so, ja, das sind zwei Leute, die gegen das System arbeiten. Und was passiert? Die Parteien beschäftigen sich damit, mit Kickl kann man gar nichts machen. Und jetzt beschäftigen sie die Neo und die ÖVP damit. Nein, beim Babler kann man gar nichts machen. Weil der würde die Reichen besteuern. Spender würde ein bisschen was vom Kuchen wegnehmen. Jetzt erzählen uns die Medien und die Parteien, der Kickl und der Babler sind die Extreme. Ja? Genau. Und Gott sei Dank sind wir normal. Wir als Neos haben klare Positionen, das sind die Partei der Mitte und wer dort Teil sein will und mitmachen will oder uns das Vertrauen geben will, ist herzlich dazu eingeladen. Wir sind die Normalen. Keiner warnt davor, was die ÖVP so macht. Keiner warnt davor, was da für Korruption unter Anführungsstrichen, es gilt die Unschuldsvermutung und was auch immer, was da passiert ist, was da den Österreichern und Österreicherinnen aus der Tasche gezogen worden ist. Aber wenn im Zusammenhang mit diesen Interventionen dann Geld im Spiel ist oder ein gewisses Wohlwollen im Spiel ist, dann wird die Sache allmählich kriminell. Super genial. Bald werden auch die Hunde in der Krone-Tierecke Kurz wählen. Von 2017 bis 2021 bis zum Rücktritt von Kurz werden laut Rechnung der Justiz in Summe 11,4 Millionen Inseraten-Euro vom Finanzministerium allein in Heute und der Krone beauftragt. Es wird über Arbeitnehmerveranlagung und Zollbestimmungen informiert. Laut Staatsanwaltschaft sind sachliche Gründe für den drastischen und sprungartigen Anstieg der Inseratenvolumina und eine Nützlichkeit für das Finanzministerium bzw. der Republik ausgeschlossen. Du musst immer aufpassen, wenn irgendwer zu dir sagt, weißt was, schau her, wir sind die Normalen. Die anderen sind die Schlimmen, genau. Das sind die Extremen, das sind die Dummen.
die Übertreiber. Weißt, das ist immer gefährlich. Weißt? Und es gibt halt Menschen, so wie ich will gerade normal sein. Weißt, da tue ich mir dann leichter. Ja. Weißt? Das klingt aber jetzt ärger als sie ist. Und außerdem, man gewinnt sich ja noch alles. Naja. Aber das ist halt auch genau dieses Thema, nur mal ganz kurz zum Schluss. Diese 19 von 25 EU-Ländern haben sowieso Vermögenssteuern. Das ist schon mal so. Und in Österreich bleibt es halt ein bisschen über, dass wir es halt noch nicht haben, aber halt auch deswegen, weil seit Jahr und Tag die ÖVP in der Regierung ist. Und die ÖVP wird dafür gewählt, dass sie das Versprechen abgibt, niemals Reichensteuern einzuführen. Deswegen sind die ja witzigerweise immer in der Regierung. Ja. Ob es da einen Zusammenhang gibt, können wir darüber reden. Darf jetzt jeder für sich selbst überlegen, was da wahrscheinlich ist. Aber die Frage ist... Ich würde nicht sagen, dass jeder, der die ÖVP wählt, sagt, er will keine Reichensteuer. Jeder, der die ÖVP spendet, sagt, er will keine Reichensteuer. Nicht jeder, der die ÖVP wählt. Das ist der größte Wahlkampfauftrag, den Österreich je gesehen hat. Und ein sehr teurer. 13 Millionen investiert die ÖVP. Erlaubt sind nur 7. Als Bußgeld muss die Volkspartei später fast 900.000 Euro zahlen. Unterstützt wird die ÖVP auch von reichen Spenderinnen und Spendern. Die Spenden werden immer wieder gestückelt überwiesen. Somit müssen sie nicht dem Rechnungshof offengelegt werden. Spekuliert wird schon damals, ob die ÖVP ihr Programm auf die Großspender und Spenderinnen abstimmt. Aber die Angst vor der Schenkungs-, Vermögens- und Erbschaftssteuer wird immer von den Parteien geschürt, die Spende im Hintergrund haben, die einer das einsagen. Wenn ich Spenden intransparent sammeln würde, dann können Sie zu Recht annehmen, dass ich irgendein Problem damit habe, die Personen öffentlich zu machen, dass da vielleicht den Versuch gibt, sich Politiker zu kaufen. Und wieder ist es ein Chat, der ein anderes Licht auf diese Frage wirft. Vergiss nicht, du hackelst im ÖVP-Kabinett. Du bist die Hure für die Reichen. Weil die Sachen, die er jetzt da propagiert, die haben nichts mit den Menschen zu tun, die diese Menschen wählen. Ja. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand, der blau, grün, rot oder was auch immer wird, dass der sagt, ich habe jetzt am Konto jetzt 5 Millionen liegen, aber ich mache mir trotzdem Sorgen um die Arbeiter und deswegen wäre ich jetzt rot. Oder ich mache mir jetzt Sorgen ums Klima und ich wäre jetzt grün. Ja, ja. Das gibt's nicht. Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Futkali. Nein, aber wir leben halt in einer Zeit mit unserem Kapitalismus. Weißt, Geld, weißt, ja. Umso mehr Geld du hast, umso mehr Angst hast du. Aber ja. Geld ist so, wie soll ich sagen, das ist nichts Greifbares. In der Steinzeit, wenn du zu viel gejagt hast, weißt, du hast einen riesen Mammut erlegt und sagst, pass auf, ich hab da einen Mammut, dann isst die einmal voll und dann bleibt da noch was über. Was sagt der gesunde Menschenverstand? Ich teile es, weil es schlecht wird und weil ich schon zu viel habe. Ich kann nicht mehr so viel fressen. Wenn ich noch mehr Mammut frisch, beibe ich mich an. Ja, ich kann erst wieder in 3 Tagen einen Mammut fressen. Und deswegen, es ist ja logisch, oder? Wenn man es in sich hineindenkt, weiß man, dass der Mensch so ist. Dass man sagt, weißt du was, ich teile gern, ich habe eh zu viel. Aber bei Geld ist es nicht so. Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der 5 Millionen hat und jemandem, der 5 Kinder hat? Der mit 5 Millionen möchte mehr. Das ist dieser Unterschied. Also Geld ist halt abstrakt und macht nicht satter, sondern macht ängstlicher. Bei Geld ist das nicht so, weil es ein surreales Ding ist. Ja? Und ich sage, ja, ich muss aufpassen drauf auf mein Geld. Und wenn immer mehr, es wird immer mehr, es ist immer mehr. Ich komme nicht aufs Zahlen, bin ja nicht deppert. Weißt du, mein Vater ist ja hackeln gegangen, was soll ich teilen? Was soll ich? Weil ich habe ja Kackel, was soll ich teilen? Ja, aber so, das ist ja nicht menschlich. Wie gesagt, Riesenmammut, bist froh, dass du teilt hast oder teilen kannst, dass dir das nicht vergammelt und nicht schlecht wird. Also man müsste eigentlich so stundenlang solche Beispiele bringen, wie ich es gerade probiert habe in den letzten 5 Minuten, um den Leuten klarzumachen, nein, Geld ist anders. Wir können Geld nicht psychoemotional. Mehr Geld heißt mehr Angst, nicht weniger Angst. Und ganz ehrlich, gerade bei diesen Geschichten, und ich kann mir jetzt auch schon vorstellen, dass viele Menschen in den Kommentaren sagen, jetzt sind die Jungs von Nullpunkt für eine Reichensteuer. Ich bin grundsätzlich für eine Diskussion über Steuern, weil ich es leid bin, dass hingenommen wird von der breiten Bevölkerung, dass uns
wie gesagt, beim Einkaufen 20% weggenommen werden, dass uns beim Arbeiten 50% weggenommen werden. Und dann reden wir von 0,5 bis 3,5, wie auch immer, Prozent bei dem Geld, das uns vielleicht auch jemand gibt. Genauso wie bei der Arbeit, da kriegt ihr auch was. Und da ist dann so, nein, das geht nicht. Das ist ja schon versteuert. Ich sage, ja, ja, genau. Und das Geld, das bei mir schon versteuert ist, das gebe ich dann dem Einzelhändler und dann muss ich nur mal 20% versteuern. Keiner redet darüber, dass dieses Steuersystem an sich scheiße ist. Aber wir reden alle davon, so, na, wenn wir das jetzt noch machen, ja, dann ist es vorbei. Es würde um Nettovermögen ab 1 Million Euro gehen, minus quasi eigener Wohnraum. Aber das ist der Unterschied. Ja. Ich glaube, man merkt bei dir, dass du das echt hast, diese Steuern. Weißt? Ja. Du beschäftigst dich wirklich damit. Weißt? Es gibt so Menschen wie mir, weißt, ich weiß, dass ich da Steuern soll, ich will es nicht hören. Ich will es nicht hören. Aber es ist wichtig, dass man darüber redet und auch über die Reichensteuer und auch hier. Es darf kein Tabu sein. Ja. Das ist immer das. Es ist auch so auffällig, wie das, wenn die eine Seite sagt, die andere ist schlecht, die eine Seite sagt, du darfst nicht drüber reden. Ja. Du darfst nur nicht drüber reden. Weißt, das ist uns die letzten 3 Jahre passiert, dass man nicht drüber reden darf. Und da ist es jetzt genauso. Ja, das darfst du nachdenken über Reichensteuer, weil dann bist du ja ein Marxist. Das heißt, wir haben hier nicht nur einen Menschen, der sich jeden Tag mit seiner Meinung ändert, wo du heute nicht weißt, was er morgen sagen wird, sondern wir haben hier auch einen Atheisten. Klar, Kommunisten, Marxisten sind Gegner, und zwar militante Gegner des Christentums, der katholischen Kirche, und der ist auch so einer, und ich bin wirklich entsetzt. Oder so, was weiß ich, was die Medien mir vorwerfen, weißt? Weiß ich nicht einmal genau, was ein Marxist ist, weil ich nicht aufgepasst habe in der Schule. Weißt? Das klingt aber jetzt ärger, als sie ist. Und außerdem, man gewinnt ja nicht alles. Nein, ich weiß schon, was es ist. Nur, wie tief müsste ich da jetzt in die Geschichte einlesen, dass das ist auch nur irgendein Wort. Lassen wir das Thema. Eher unwahrscheinlich. Aber was wir uns alle gemeinsam wünschen können, inklusive den 1900 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Kickerleiner, ist uns alles Gute wünschen. Alles Gute. Alles Gute. Die große Frage ist, was wir diese Woche gelernt haben. Wir haben gelernt, dass wenn man von gewissen Menschen, meistens Politikern, gewarnt wird vor anderen Politikern und immer wieder ganz plakative und schwer nachvollziehbare Argumente kommen, dann kann man sich sicher sein, dass das Warnen immer einen gewissen Zusammenhang mit demselbigen Einscheißen zu tun hat. Das heißt, wenn man Angst davor hat, als Leitmedium, als politische Partei, die von Spenden von reichen Menschen abhängig ist, dass da ein bisschen die Macht vielleicht verloren geht, ja? Dass vielleicht ein anderer Bundeskanzler bald vor der Hütte steht, dann kommen die Hasstiraden. Das heißt, wir haben hier nicht nur einen Menschen, der sich jeden Tag mit seiner Meinung ändert, wo du heute nicht weißt, was er morgen sagen wird, sondern wir haben hier auch einen Atheisten. Klar, Kommunisten, Marxisten sind Gegner, und zwar militante Gegner des Christentums, der katholischen Kirche, und der ist auch so einer, und ich bin wirklich entsetzt. Dann kann man sich's anhören von Chubb Westenthaler, von Scherak und Hafenecker. Und Sie wissen, dass wir sehr EU-kritisch sind, aber was er über die Europäische Union gesagt hat, ja, das schlimmste Konstrukt der Geschichte ist aber eine Relativierung des Nationalsozialismus, wenn man das jetzt... Leider Gottes war das genau so etwas. Ja. Die bei Ö24 drin sitzen und immer nur dasselbe daherreden. Also es ist so absurd. Der Mann ist wie ein Fähnchen im Wind, ein linksextremer Marxist und hat ein Sündenregister seiner Vergangenheit, das sie gewaschen hat. Und immer nur haltlose Warnungen aussprechen. Die Häuselbauer, die haben jetzt ein Problem. Ja, ja, genau. Es würde um Nettovermögen ab 1 Million Euro gehen, minus quasi eigener Wohnraum. Aber das ist der Unterschied. Ja. Die Häuselbauer, die sie für 3 Millionen Euro hinten hinstellen, die haben jetzt Angst. Ich weiß nicht, ob es diese Menschen überhaupt noch gibt, die sie jetzt einen Kredit für 3 Millionen holen. Ich kenne keine. Bitte schreibt uns in die Kommentare, wo ihr eure Millionen hintut. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Und außerdem ist es ja auch immer so geil, wenn man von den Millionen redet und dann immer vergisst, dass man keine Millionen hat. Wo die Lotterie oder die Politik, ja, die sagt immer so, was ist, wenn du morgen 26 Millionen Euro in Euro-Millionen gewinnst? Was passiert dann? Ja? Nimmst du dann der Staat weg? Und dann sag ich, ja. Oder die Hälfte von meinem Gehalt.
Nämlich nicht 10%, 20%, 5%, sondern die Hälfte. Und das macht, glaube ich, einen riesen Unterschied, wenn man mit diesen Phrasen, mit diesen Anekdoten beschäftigt wird, so mit dieser Partei werden die Menschen verarmen. Die reichen Menschen werden verarmen. Ganz sicher. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass der René Benko jetzt nicht wirklich, gell? Also arm wird er nicht sterben. Definitiv nicht. Der Benko ist gerade da auf der Insel. Ich war bei ihm am Schiff. So Strache im Wortlaut. Und man muss sich eben die Frage stellen, ob unsere reichsten Menschen in unserem Land auch unsere besten Menschen sind. Oder ob man nur reich werden kann, wenn andere Menschen ärmer werden. Alfred Gusenbauer nimmt sowohl bei Signa als auch bei der Strabag als Präsident wesentliche Aufsichtsratsfunktionen wahr. Und da müssen wir doch die Frage stellen, was ist schiefgelaufen? Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt jetzt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über Spende würden wir uns besonders freuen. Danke! Alles Gute! Tschüssi!